Lieblingsbilder hinkommen. Ja, meine Lieben, das hat mir... Moin, moin, meine Lieben. So, willkommen am Turniertag. Ich bin super gut nicht ausgeschlafen. Wir haben es jetzt kurz vor 6. Ich habe geschlafen, aber irgendwie dann bin ich schon sehr, sehr früh wach geworden. Und das Problem, was gestern Abend noch passiert ist auf dem Turnierplatz, dass ich gestürzt bin, nicht von Hauski, sondern ich bin auf dem Schotter ausgerutscht und bin auf mein Knie gestürzt. Das kann ich kaum bewegen. Das ist nämlich ein Knie, wo schon mal am Muskel was weggenommen wurde für so eine Untersuchung. Und das ist eh schon so ein bisschen taub. Jetzt muss ich mich irgendwie erstmal hinkriegen hier. Und werde dann gleich in die Turnierreithose schlüpfen, werde mir da noch eine Regen- bzw. so eine Winterreithose drüber ziehen und dann werde ich da nachher gleich zum Turnierplatz hochfahren, wenn ich fertig bin. Geduscht hatte ich mich ja gestern Abend schon und ich sehe aus, Leute, oh mein Gott. That's real life. Und genau, dann wird heute um 9 Uhr die Futurity-Tiltprüfung sein. Ich bin die völlig unerfahrenste im ganzen Ring. Steffi reitet ja nun auch die ganzen Zuchtpferde von Hauskies, Verwandtschaft und deswegen, ja, große Chancen male ich mir da nicht aus, aber Spaß bei der Sache hoffentlich. Erstmal dope ich mich jetzt zu. Ich darf das. Hauski nicht. Und ja, ich weiß immer noch gar nicht, wie ich diese Videos schneiden werde. Ich denke mal, es wird ein Zweiteiler. Ja, weil es ist ja noch eine zweite Prüfung. Im Dreiteiler weiß ich noch nicht. Nachher kommt noch meine Freundin Lea, die wird das Ganze dann begleiten mit dem Handy und mit der Kamera und Film und hoffentlich auch ein paar schöne Fotos machen. Ich bin ganz gespannt. Wow! So, ihr Lieben, ich habe es gerade schon in einer Insta-Story erzählt. Also wenn Hauski und ich vielleicht heute keine guten Noten bekommen fürs Aussehen, hoffentlich auf jeden Fall. Ich bin jetzt hier schon in meinem Turnieroutfit. Ja, hier ist ein kleiner Wasserfleck drauf. Ich habe hier so ein Blouson-T-Shirt. Das gefällt mir sehr gut von Faga und meine Spooks-Reithose und natürlich Glitzersocken. Ja, und ein schönes Jackett kommt dann auch noch dazu. So, wir haben es jetzt 6:30. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, fertig gemacht, habe mir noch einen schönen Zopf hier hinten geflochten und werde jetzt nochmal zu einer Tanke mir ein bisschen Coke holen und dann... Ja, dann werde ich zu Hauski fahren. Und dann habe ich ja noch genug Zeit, an Hauski rumzubasteln. Draußen das Wetter ist nicht sehr schön. Ich zeige euch das mal. Ich würde sagen, leicht ekelhaft. Aber vielleicht kriegen wir dann einen Regenbonus. Ich habe keine Ahnung. Haben sie aber angesagt gehabt, dass das heute nicht so schön wird. Deswegen muss ich mich jetzt besonders dick anziehen, weil ich merke es halt wieder in den Knochen. Das ist halt bei mir so, dass gerade bei so einem Wetter die Gelenke alle wehtun und ich muss beweglich bleiben, deswegen Zwiebelschicht ist immer gut. So, ihr Lieben, ich war jetzt gerade noch einkaufen, Notfallversorgung, Traubenzucker, Mais, Waffeln, Bananen trinken. So, und jetzt bin ich hier auch schon auf dem Turnierplatz und ihr seht, mein erstes Turnier startet im Regen. Vielleicht kriege ich ja einen Regenvorteil, who knows. Hauski sieht auch nicht so begeistert aus, der steht da ziemlich bedröppelt im Regen. Der arme Junge, der ist nämlich seinen Stall gewöhnt. Das findet er jetzt bestimmt zum Kotzen. Mein Auto hat auch gelernt, dass es Allrad hat. Hat sich hier fast in der Wiese festgefahren. Ja, so kann ein Turniertag starten, würde ich sagen. Traumhaft. So, der Hauski wartet jetzt schon, denn jetzt mache ich ihm sein Frühstück zurecht. Ich habe ja hier schöne Tröge mitbekommen bei der Pferdemesse von Hartog. Es gibt jetzt seinen Hafer. Ein Schüppchen, ein bisschen reduziert das Ganze natürlich. So, dann habe ich hier ja das Digest von Hartog, den Rauffuttermix mit Luzerne. Da kriegt er dann ein Händchen voll. Ah, so. Schöne kleine Müsli-Schale. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Pferd kriegt als erstes Frühstück. So. Und dann gibt es natürlich auch noch Pferdegold. Pferdegold begleitet mich jetzt wirklich schon eine ganz lange Zeit. Und ich finde, es hat halt auch wirklich dazu beigetragen, dass Hauski sehr gut aufgemuskelt hat. Das könnt ihr gerne nochmal mal Video schauen, wo ich mich fürs Turnier vorbereitet habe, meine Infobox gucken. Oh, ist geil.
so ekliges Wetter. Wahnsinn. Dann noch das Gelenke. Oh, ich komme hier mit Deckeln schon. Ich kriege hier schon die Deckelkrise. So. Ja, ist alles real. Vlogging. Ohne große Filmqualität. So, jetzt brauche ich beide Hände, denn dann gibt es nämlich noch einen Schuss Leinöl dazu. Und dann darf der gute Junge erstmal frühstücken. Frühstückstime für den Hochleistungssportler. Oh, sein Konkurrent, der fühlt sich angesprochen, aber das hier ist nur für dich, mein Schatz. Guck mal. Ja, guck mal. Hier, ich stell's dir mal hier hin. Ist ein bisschen klein, aber guck mal, lecker. Ah, da freut sich der Husky und er haut gleich alles aus der Schüssel raus. Egal. Hier darf er essen, wie er will. So, ihr Lieben, noch eine Stunde Zeit bis zum Start, eine knappe. Ich werde jetzt anfangen, meine Startnummern hier zu präparieren. Und ich habe mich entschieden, also ich habe ja Husky gestern, ich habe Husky gestern trainiert. Da hatte ich 190 Gramm Boots drauf. Er ist damit sehr schnell ins Austraben gekommen. Mit dieser Aufregung ist es mir zu viel Gewicht. Und deswegen wird Husky heute dann mit den leichteren G-Boots vorgestellt. Wenn er dann die Beine nicht bis zur Nüster reißt, ist mir das auch egal. Ich möchte, dass dieses Pferd einfach da durchkommt. Ich weiß, dass er sich bewegen kann, wenn er will. Und das ist mir viel wichtiger. So, deswegen heute mit den leichteren Boots. Morgen kann ich ja mal schauen. Ich werde ihn heute Abend nochmal reiten kurz. Das ist ja jetzt eine sehr kurze Prüfung. Und da werde ich nochmal versuchen, mit dem stärkeren Gewicht halt zu gucken, ob er da besser vorwärts geht. Wenn nicht, dann wird er morgen im Viergang auch mit diesen G-Boots hier vorgestellt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich warte jetzt noch auf die liebe Lea. Der mache ich jetzt noch die Kamera, präpariere ich ihr. Die nimmt sich das dann hier alles aus dem Hänger. Und ja, das ist jetzt ihre Verantwortung, was ihr hier noch vom Turnier zu sehen kriegt. Ich denke mal, sie macht das sehr, sehr gut und wird einiges festhalten. Ja, Leute, so, Bügel abgeflogen. Jetzt ist die Lea auch da und filmt mich hier, wie ich es euch versprochen habe, damit ihr diesen Wahnsinn euch dann reinpfeifen könnt. Jetzt kriege ich natürlich wieder den Bügelriemen nicht reingezimmert hier. Ach je, Leute, das ist nichts für alte Frauen hier, das Ganze. So, mit O. Wollen wir mal hoffen, dass das hält, ne? Ach ja. Krise, Leute. Oh, ich krieg die Krise. Nein, ich weiß nicht, wo ich zuerst anfassen soll. Scheiße. Und Husky entspannt. Ich bin nicht entspannt. Gar nicht. Aber guck mal, Glitzer. Glitzer. Wir räumen das nachher noch auf. Räumen wir das auf? Kriegen wir es hin, das aufzuräumen? Oh, fuck, Leute. Macht mich fertig. Einmal gut aussehen und es regnet, ne? So sieht's aus. Ja, und dann ging der Wahnsinn auch schon los. Ich bin fast zu spät in die Prüfung reingekommen und konnte Husky dadurch nicht mehr abreiten. Mir war schwindelig, mir war küselig, mir war komisch. Ich war im Endeffekt dann ab dem Zeitpunkt nur noch Beifahrer bei Husky. Und ihr werdet gleich sehen, dass der Husky das trotzdem richtig gut gemacht hat. Ich war danach auch völlig überdreht nach der Prüfung. Wir haben nicht die besten Noten bekommen, aber für meinen Zustand ist das wirklich ein mega verlässliches Pferd. Natürlich haben ihn die Stuten ein bisschen wild gemacht, die er gerochen hat, aber ansonsten schaut es euch an, wie brav er das gemacht hat. Thank you.
Ja, meine Lieben, ich habe die erste Prüfung in meinem Leben geritten und ich bin nicht an hinterster Stelle platziert gewesen. Das ist echt, also besser konnte es nicht laufen. Wir haben sogar für eine lange Seite schon über 5er Note, glaube ich. Ich weiß nicht, weißt du, was es noch für eine Note war? 5,2. War halt festgehalten und er wollte mir auch einmal durchbrennen. Also der hatte sehr, ich bin nun mal in der Branche, im Islandpferdebereich, das allererste Turnier geritten, Leute. Und deswegen bin ich stolz auf Hausge. Jetzt erstmal sehr zufrieden. Und ja, jetzt geht Hausge erstmal aufs Paddock und dann heute Abend werde ich ihn dann nochmal ein bisschen reiten auf der Bahn, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Er hat jetzt gemerkt, dass er ein Pferd ist. Ich habe nicht mehr dran geglaubt. So, ihr Lieben, ja, meine Prüfung ist ja heute vorbei. Ich reite ja heute auch nichts mehr. Ich habe ja nur Hausge mit. Die Steffi wird heute noch einiges reiten. Da wollen wir jetzt mal gucken. Die reitet jetzt, glaube ich, 4 Gang. Und wir gucken uns jetzt gleich nochmal die Zeitpläne an. Vielleicht gucken wir dann auch nochmal die Dressurprüfungen an. Die sind unten in einer Reithalle, glaube ich, drin. Ja, und hier seht ihr mega viele Pferde von Gestüten und so weiter. Und wir holen uns auch noch eine Bratwurst gleich, wa? genau, aber ja, die erste Anspannung ist schon mal total abgefallen jetzt von mir. Und die Prüfung an sich hat mir auch richtig Spaß gemacht, muss ich sagen, als wir dann so im Fluss waren. Ich glaube aber morgen auf den 4er Gang freue ich mich gar nicht so. Ich bin, glaube ich, mehr der Tiltmensch. Aber ja gut, wir machen den 4er Gang auch noch, damit Hausge das Ganze lernt. Ihr Lieben, hier ist gerade ein bisschen Mittagspause. Die Bahn wird noch mal gezogen. Die Stuten schlafen. Der Adam ist genervt. Der Hausge gammelt. Und ich werde jetzt halt mein Sattelzeug noch mal ein bisschen putzen. Meine Stiefel putzen. Einmal bei Matsche reiten und schon sieht alles aus wie Hulle. Aber damit kann man sich ja den ganzen Tag hier mit Putzen und Machen und Tun vertreiben. Wie ich schon erzählt habe, Hausge werde ich heute Abend nochmal auf der Bahn reiten, damit er einfach sich morgen nicht ganz so aufspulen muss, wenn er da die anderen Pferde sieht. Ja, aber es ist halt auch völlig normal. Es ist und bleibt ein Hengst. Auch Hausge ist davon nicht verschont, dass dann die Hormone mal mit ihm durchgehen. Aber er ist halt trotzdem ein händelbarer Hengst und das ist ja das Wichtige. Und hier, wenn er dann alles auf Sicht hat, ist er ja auch total lieb und ruhig. Und ja, genau. Jetzt werde ich mal ein bisschen putzen. Das sieht aber auch aus, Leute. Meine Herren. Ich habe hier so Leder-Schnellkram ohne Kooperation. Effax, glaube ich, ja. Und da habe ich dann auch hier einen alten Lappen. Der ist schon ein bisschen vorgetränkt mit Haaren und Öl. Und ja, immer schön draufsprühen ist wichtig und den Dreck abreiben. Ja, dann habe ich noch über den Tag verteilt immer wieder mal ein paar Prüfungen angeschaut. Ich habe mich die ganze Zeit nach der Prüfung schon sehr, sehr schlapp gefühlt, muss ich sagen. Ich musste dann öfter mich hinsetzen und ja, musste immer wieder zwischendurch irgendwie ein bisschen Traubenzucker essen und so weiter. Und dann irgendwann kam dann eins zum anderen. Hier war dann noch der Tiltpreis mit sehr spektakulären Pferden, die dort vorgestellt worden sind. Und ja, meine Mitstreiterin, die Steffi, die hat dann noch den Adam für eine Prüfung fertig gemacht. Und die ganze Sache ist für mich dann leider am Ende des Tages nicht auf Hausge und einem zweiten Bahntraining geendet, sondern leider im Krankenhaus. Wenn ihr ja wissen wollt, warum ich da hingekommen bin, dann bleibt dran, es gibt da noch einen letzten und dritten Teil.